Okay, dann würde ich sagen, können wir loslegen. Ich weiß nicht, könnt ihr einmal ein Zeichen geben, ob die PowerPoint-Präsentation bei euch schon zu sehen ist? Bei uns, jetzt ist sie auch bei uns zu sehen. Dann sollte es, glaube ich, klappen. Genau, also wir dachten uns, zur pragmatischen Edition des Compass Calls gibt es auch noch eine pragmatische PowerPoint-Präsentation. genau, mal als Abwechslung. genau, und ich sage vielleicht am Anfang einmal was dazu, warum dieser Call eigentlich. Genau, und zwar hatten wir so den, genau, Maike, du kannst ganz schnell weitermachen. Wir hatten nämlich so die Einschätzung oder so auch so die Infos bekommen, dass einfach vor allem in den Widerstandsgruppen eine unglaubliche Informationsflut ankommt. Dass einfach ja, Menschen irgendwie abends in die Gruppen öffnen und 40 neue Nachrichten haben und genau gar nicht mehr das schaffen, da hinterherzukommen, das alles durchzulesen und auf dem aktuellen Stand zu bleiben und dann. Genau, dann kommen quasi auch durch diese Informationsflut, die Informationen, die vielleicht wichtig wären oder die Fragen, die sich die Leute stellen, die Antworten darauf kommen gar nicht mehr durch, weil es einfach in der Masse untergeht. Und dadurch entsteht dann einfach auch irgendwie viel Verwirrung darüber, weil es irgendwie viele verschiedenste Themenbereiche und Projekte auch gibt, zu denen dann diese Nachrichten sind und zu denen kommuniziert wird, ja, wie das alles eigentlich zusammenhängt, die Details davon kommen nicht mehr an. Genau, weil es eben darin auch untergeht. Und dann ist auch eine Folge daraus, dass es einfach in den Widerstandsgruppen dann einen unklaren Fokus gibt oder vielleicht auch unklar der Fokus ist in Bezug auf die gesamte Bewegung. Genau, wo laufen wir eigentlich gerade hin? Und es entsteht so ein bisschen das Gefühl in viele verschiedene Richtungen, aber wie hängt das eigentlich alles zusammen? Und außerdem gab es irgendwie mehrfach Probleme bei der Umsetzung von eigenen Ideen. Also wenn Menschen in den Widerstandsgruppen eigene Ideen hatten, dass das dann oft irgendwie zwischen Widerstandsgruppen und AGs ja, gescheitert ist. Und genau, also nächste Folie. Also nochmal, warum dieser Call? Also genau, wir wollen klare Kommunikationswege zwischen den AGs und zwischen der lokalen Ebene, also zwischen den Widerstandsgruppen haben. Dass es eben eine zusammenhängende Kommunikation gibt, wo alle Themen eingeordnet und ja, zueinander in Relation gestellt sind, sozusagen. Wir wollen so strategisches Grundverständnis entwickeln, dabei, worauf es ankommt, wenn wir Proteste planen, vor allem in Bezug auf Mobilisierung, Vernetzung und EU-Parlament, das eben alles bei den Protesten mitzudenken. Und genau, gleichzeitig eben auch die Kreativität innerhalb unseres Werterahmens fördern in den Widerstandsgruppen und genau dadurch eben auch die Selbstständigkeit in der Protestplanung in den Widerstandsgruppen steigern. Genau. Und dann zu dem übergeordneten Ziel, was wir bei all diesen Sachen immer mitdenken sollten. Nächste Folie. genau. Also unser übergeordnetes Ziel ist die Revolution. Und zwar wollen wir dahin kommen mit unserer neuen Strategie. Das heißt, aus der Kombination aus ungehorsamen Versammlungen und genau, und eben die Ungerechtigkeit also an den Orten der Ungerechtigkeit, das eben aufzuzeigen und dann die Empörung oder ja, den Frust der Menschen darüber eben auf den ungehorsamen Versammlungen ausdrücken zu lassen und dort eben Ehrlichkeit zu dieser Ungerechtigkeit von der Politik zu fordern mit eben vielen Menschen auf der Straße. Genau. Und zu der Frage, oder dann stellt sich als nächstes die Frage, wie erreichen wir die Menschen denn? Genau, und da gibt es natürlich einmal so die Standardsachen, die viele von euch wahrscheinlich schon kennen und auch gemacht haben. Also so die Standard-Mobi-Methoden, Flyern, Plakatieren, Sprayen gehen, all sowas. Dazu gehört dann auch, würde ich sagen, Vorträge halten und so weiter. Also so den Standard-Mobi-Prozess, den wir eigentlich schon seit Beginn an machen. Genau, dann auch eben die Standard-Vernetzung. Und jetzt, was wir auch noch vorstellen werden, nachher Zielgruppen-Mobi. Das ist so ein bisschen die Überschneidung aus Vernetzung und Mobi. Und dann gibt es, genau, also das erklären wir später nochmal im Detail, was genau sich dahinter verbirgt. Und dann gibt es ja verschiedene Formen von Protesten, mit denen wir vor allem auf lokaler Ebene eben dann die Menschen erreichen wollen. Da gibt es verschiedene Konzepte, die in der Protestplanung auf Bundesebene auch schon ausgearbeitet und verteilt wurden und zum Teil ja auch schon durchgeführt wurden. Zum einen die Denkzettelproteste, also das Plakatieren unserer Erklärung an verschiedene
Instanzen Konfrontationsproteste, also das Konfrontieren von Politikerinnen und Politikern auf öffentlichen Veranstaltungen. Dann laufen jetzt gerade, glaube ich, so Container und Essen retten, Essen verschenken Proteste. Und genau, dann noch ungehorsame Versammlungen. Das ist auch etwas, wohin wir mobilisieren, aber es ist eben auch wichtig, deswegen haben wir es hiermit aufgelistet, dass wir auch während der ungehorsamen Versammlungen die Mobilisierung mitdenken. Also dass wir auch die ungehorsame Versammlung nutzen, um direkt Menschen, die gerade dran vorbeikommen, dazu zu holen. Und ganz wichtig, der letzte Punkt, eigene Ideen. Und darauf gehen wir später auch nochmal genauer ein. Und das ist ja alles was aus der Bundesebene viel mit Konzepten an euch gegeben wird. Und dann stellt sich, genau, dann zu der Frage, wie mit den Konzepten aus der Bundesebene denn umgegangen werden soll. Und da ist es uns ganz wichtig zu sagen, einmal, die Konzepte aus der Bundesebene sind immer ein Vorschlag und nie eine verpflichtende Vorgabe. Das heißt, wir wollen euch damit ganz viele Beispiele und Möglichkeiten aufzeigen, aber ihr in den Widerstandsgruppen wisst, was in eurer Stadt am besten funktioniert oder wofür ihr Kapazitäten habt. Und genau, ihr kennt euch da einfach am besten aus. Und deswegen der zweite Punkt, sucht euch die Konzepte aus, die für euch und eure Widerstandsgruppe am besten passen. Und es ist natürlich so, dass ne, Proteste mit gleichem Protestbild und gleichem Framing zur gleichen Zeit in mehreren Städten eine besondere Stärke haben. Das heißt, wenn wir sagen, okay, an dem Tag wollen wir bundesweit die Essen retten Proteste machen, wo wir eben Essen containern und verschenken, dann ist es natürlich mit dem Ziel gedacht, dass das dann auch national mehr Aufmerksamkeit bringt, als wenn das jede Stadt an einem anderen Datum macht. Von daher ne, ist es, genau, hat das schon einen Sinn. Aber ihr solltet euch als Widerstandsgruppe trotzdem nicht verpflichtet fühlen, das an genau diesem Tag zu machen. Wenn ihr sagt, das funktioniert bei uns einfach aus irgendwelchen Gründen nicht, das ist total, keine Ahnung, was an dem Tag, da ist irgendwas in der Stadt los und 3 Tage später würde viel besser passen, dann ist das auch okay. So, das ist halt eine Tendenz oder sowas und es ist cool, wenn da möglichst viele Widerstandsgruppen mitmachen, weil wir da eine besondere Stärke haben. Aber genau, es ist halt keine Verpflichtung sozusagen. Genau. Ja. Okay, ich würde mal weitermachen, um so ein bisschen die Rahmenbedingungen oder unsere Rahmenideen für eigene Protestideen in den Widerstandsgruppen zu erklären. Genau, und zwar eigentlich wollen wir so ein bisschen, dass wir in der Bewegung so ein Gefühl dafür haben, was können wir eigentlich machen? So, was können wir aus unserem eigenen Verständnis raus für Proteste erschaffen und die auch relativ autonom einfach durchführen? Und dazu haben wir drei Fragen eigentlich aufgestellt. Und die erste Frage ist, passt der Protest zu unseren Werten und zu unserem Protestkonsens? Also ist der Protest widerständig und ist der Protest gewaltfrei und ist der Protest anschlussfähig? Und ich glaube, was wir gerade jetzt wahrscheinlich in Zukunft auch entdecken werden, ist, dass wir bei den, kannst du noch einmal kurz zurückgehen, Maike? Dass wir bei den Begriffen widerständig, gewaltfrei und anschlussfähig auch in Bereiche kommen, wo die Grenzen vielleicht gar nicht so klar sind. Und da kann es sich auf jeden Fall auch lohnen, wenn wir uns da unsicher sind, ob der Protest gewaltfrei ist oder nicht widerständig genug oder sowas, dass wir da vielleicht auch mit den AGs Rücksprache halten. Aber im Grunde sollten diese drei Fragen mit Ja beantwortet werden, damit wir dem Protest ein Ja geben können. Dann einmal zur nächsten Folie, bitte. Genau, dann die nächste Frage ist, ist der Protest mit unserer Forderung vereinbar? Das bedeutet eigentlich konkret, passt der Protest zum Inhalt der gesamten oder zu einem Teil der Forderung? Und auch, haben wir die Forderung innerhalb des Protestes mitgedacht? Also haben wir es geschafft, die Forderung mit innerhalb des Protestes sichtbar zu machen? Wenn wir uns den Protest an sich gucken, erkennen wir die Forderung darin. Das wäre eigentlich das Bild, was wir erschaffen wollen. Und hilft der Protest uns, andere Menschen und Gruppierungen als Unterstützung für unsere Forderung entweder zu gewinnen oder aber auch zu zeigen, oder die zu unterstützen? Also vereinbart der Protest, können andere Menschen da mitwirken unter der Forderung und so weiter. Dann
Genau, dann einmal weiter bitte. Ich würde an dem Punkt vielleicht noch einmal kurz die Forderungen versuchen, ganz kurz zu erklären. Ich habe es schon ein, zwei Mal auch jetzt mit Sprachmemos quasi in die Bewegung, habe ich es auch schon mal irgendwie gemacht, aber ich dachte, ich mache es hier nochmal. Und zwar, während die Werte vielleicht die von, für mich ist es recht leicht zu verstehen, zu sagen, von innen. Das, was wir von innen aus unserer Bewegung wahrnehmen, sind die Werte unser von innen wahrgenommener Rahmen. Aber von außen wahrgenommen ist die Forderung unser thematischer Rahmen unserer Proteste. Das heißt, der thematische Rahmen unserer Proteste ist eigentlich die Ungerechtigkeit und die Ehrlichkeit. Und das müssen wir irgendwie sichtbar machen, damit dieser Protest auch unter unserer Forderung laufen kann. Und vielleicht an dem Punkt nochmal, um das einfach klarzustellen, diese Forderung geht an die Zivilgesellschaft und zwar mit all ihren Menschen. Und wir richten das nicht nur an Frank-Walter Steinmeier, sondern wir möchten, dass sich die Gesellschaft dahinter stellt. Und wie wir diese Forderungen dann, wie dann zum Beispiel der Protest, der unsere Forderungen mit einbezieht, dann Menschen mit einbeziehen kann, da können wir auch kreativ denken. Wie wollen wir sie erreichen? Wollen wir sie über UnterschreiberInnen, über Statements? Wir können ungehorsame Versammlungen zu Themen zu einem bestimmten Thementeil der Forderung machen. Oder wir können aber auch Interessensgruppen bei ihr sichtbar machen. Dann auch nochmal gerne weitergehen. Genau. Und die letzte Frage ist, die wir uns stellen müssen. Wird mit dem Protest ein klares Ziel verfolgt, das zu unserer aktuellen Strategie passt? Das bedeutet konkret gerade, mobilisiert der Protest Menschen oder Gruppierungen auf unsere ungehorsamen Versammlungen? Oder aber mobilisiert der Protest Menschen oder Gruppierungen in unsere Bewegung oder als Unterstützung unserer Bewegung? Vielleicht da auch nochmal ganz wichtig zu sagen, als Unterstützung unserer Bewegung sehen wir auch alle Gruppierungen und Institutionen, die ihren Teil zu der Thematik auch mit beitragen. Und als letzte Frage oder als letztes oder quasi zeigt der Protest eine Ungerechtigkeit an einem symbolischen Ort auf. Und auch da wieder ist es wichtig, dass wir bildlich zeigen, dass da eine Verknüpfung zur Forderung ist. Also vielleicht nochmal zusammengefasst, passt der Protest zu unseren Werten, passt der Protest zu unserer Forderung? Und passt der Protest zu unserer Strategie? Und wenn ihr diese drei Fragen mit einem klaren Ja beantworten könnt, dann könnt ihr diese Protestidee umsetzen, auch ohne bei den AGs zu fragen, ob das in Ordnung ist. Dann könnt ihr das machen, wenn diese Fragen ein klares Ja sind. Und wenn ihr ein Nein dazu habt, dann ist es sinnvoll, mit Hilfe der AGs oder vielleicht kriegt ihr das auch ohne die AGs hin, diesen Plan anzupassen und dann umzusetzen. Und vielleicht erkläre ich auch noch mal kurz, was eigentlich so, Melli hat es gerade eben schon angeschnitten, aber das aktuelle Problem mit Vetos. Also ihr habt eine tolle Idee, die ist aus eurer Sicht macht die Sinn. Und ich habe es jetzt mal hier ein bisschen versucht hinzuschreiben. Und zwar Weg X plant einen tollen Prozess über Wochen hinweg und wartet und wartet. Und die Bundesebene sagt, kreative Proteste, nö. So, und das wollen wir eigentlich vermeiden. So, wir wollen eigentlich als AGs wollen wir versuchen, euch in euren Protesten zu unterstützen und euch natürlich aber auch Bedenken mitzuteilen oder sowas. Aber solange diese Werte nicht verletzt werden, wollen wir keine Vetos geben. Und wenn ihr ein Veto bekommt, wo ihr denkt, obwohl alle die drei Fragen mit Ja beantwortet werden, dann ist es da auch wichtig, nochmal Rücksprache zu halten. Genau. Und vielleicht nochmal so aus der AG-Perspektive, wir möchten eigentlich uns an den Werten der Forderung und der Strategie orientieren, mit das Wissen aus den AGs unterstützend anbieten, um Proteste zu verbessern. Und aber wir möchten auch ganz klar von euch in den WIGs lernen, dass ihr kreative Proteste macht oder wir in allen WIGs und wir gelernte Wissen dann in der Bewegung verteilen. Und da ist dann auch noch mal für uns gerade die Aufgabe zu sagen, okay, wir müssen gerade einfach die Kontrolle auch ein bisschen abgeben und Mut zu Neuem haben. Wir müssen wahrscheinlich auf neuen Ebenen auch miteinander kommunizieren, damit wir am Ende die Vetos auf das notwendige Minimum reduzieren können. Genau, dann würde ich wieder an Melli geben. Genau, zu dem Teil, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie mobilisieren wir die Menschen.
Mit welchen Konzepten und mit welchen eigenen Ideen und so. Und jetzt die Frage, wohin mobilisieren wir die Menschen denn? Genau, und da gibt es einmal einen großen Fokus momentan, und vor allem aus unserer AG-Sicht, nämlich die ungehorsame Versammlung oder die ungehorsamen Versammlungen, die ja in vielen, vielen Städten stattfinden. Genau, weil das ist gerade der Punkt, über den wir mehr werden, über den wir Masse aufbauen und auch Unterstützung. Die bieten nämlich eine unglaublich große Plattform, damit Menschen, also wo Menschen erstmal legal und mit Gesetzesbrüchen dazukommen können, also eine große Bandbreite an Möglichkeiten, aber eben auch für andere Gruppierungen und Bündnisse dort als ihre Gruppierung eben entweder unterstützend vom Rand oder mit dabei oder mit einem Redebeitrag oder sowas sichtbar zu sein. Das heißt, wir haben da die Chance als LG plus als ja, Gerechtigkeitsbewegung einfach genau groß zu wachsen und aufzutreten dort. Genau, weiterhin, worin wir Leute mobilisieren, ist natürlich als Einstieg in die lokalen Gruppen, also über Vorträge, Einstiegstrainings, Treffen, Widerstandsgruppentreffen, soziale Treffen. Wir können die Leute zum nächsten Mobi-Event, also zum Beispiel zum nächsten Flyern einladen, damit wir einfach, ne, wenn wir Menschen in die Bewegung holen, sie direkt aktiv an irgendwas teilnehmen lassen. Aber das alles sind Zwischenschritte sozusagen, um die Menschen auch wieder zur ungehorsamen Versammlung mit einzuladen. Genau. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, die Menschen zu Protesten auch anderer Gruppen oder Bündnisse zu mobilisieren. Gerade wenn es zum Beispiel in eurer Stadt irgendwelche lokalen Konflikte oder Themen gibt, genau, dann ist es einfach auch ein guter Ort, an dem eben die Ungerechtigkeit sichtbar gemacht werden kann und wo wir eben dann auch zu anderen Gruppen und Bündnissen mobilisieren können. Und wir haben aktuell natürlich noch die Besonderheit, die EU-Wahl am 9.6., wohin wir mobilisieren. Genau, dazu wird Maike später auch noch etwas sagen und das einordnen. Genau, und das wollen wir alles zusammendenken. Und generell gilt eben, dass jede Aktion immer zu einer weiteren Sache mobilisieren sollte. Also das genau, es quasi nicht aufhört, wenn wir zum Beispiel jemanden zum WIG-Treffen oder zum Vortrag eingeladen haben, sondern dass es dann halt weitergeht und die Menschen immer genau zu der nächsten Sache eingeladen werden. Genau. Und dann kommen wir zu dem Teil, ja, wie geht das eigentlich? So verschiedenste Konzepte, die wir hier gerade schon angerissen haben. Und wir starten mit der Frage, wie geht eigentlich mehr werden? Also, was bedeutet mehr werden im Moment? Und genau, da haben wir halt den klaren Fokus im Moment auf den ungehorsamen Versammlungen. Also auch so ein bisschen vom Gefühl hier, wenn ihr in eurer Widerstandsgruppe stabil gleich viele Menschen bleibt, aber auf euren ungehorsamen Versammlungen immer mehr und mehr Menschen kommen, dann bedeutet das auch, wir werden mehr. So. Das heißt, wir wollen natürlich auch Menschen in unsere Bewegung und zu einem regelmäßigen Treffen mobilisieren, aber der Fokus liegt eben im Moment wirklich darauf, auf den ungehorsamen Versammlungen mehr zu werden. Genau, und das hatte ich auch schon gesagt, aber genau, zu unseren ungehorsamen Versammlungen, also das Zusammenspiel zwischen den Orten der Ungerechtigkeit und den ungehorsamen Versammlungen ist eben, dass an den Orten der Ungerechtigkeit das Unrecht einfach so sichtbar gemacht wird und ja auch in Zukunft das Potenzial bietet, große Aufmerksamkeit und große mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das kann eben wiederum dann für die ungehorsamen Versammlungen zur Mobilisierung genutzt werden. Und die ungehorsamen Versammlungen sind eben Orte, wo Menschen und Gruppierungen eine Plattform bekommen, über diese Ungerechtigkeit eben Redebeiträge zu halten oder ihre Empörung darüber auszudrücken und Ehrlichkeit zu fordern von der Bundesregierung. Also das ist eben das, wie das beides zusammenspielt. Und deswegen sind die ungehorsamen Versammlungen eben auch eine gute Plattform, um da verschiedensten Gruppen ja eine Bühne zu bieten. Genau, das hatte ich auch schon gesagt, so ein bisschen sind offen eben, weil es verschiedene Level sozusagen gibt zum Mitmachen und genau für Bündnisse und Unterstützung da eben sehr offen ist. Und sie eignen sich eben sehr gut zum Schaffen einer Regelmäßigkeit. Also jetzt am genau, dass irgendwie irgendwann auch, keine Ahnung, einmal im Monat, alle 2 Wochen, wie auch immer das dann sinnvoll ist in den jeweiligen Städten und so weiter, da eben so eine Regelmäßigkeit reinkommen kann und eben auch einen Aufbauen von Masse. Das heißt, wir können dort eben auch richtig gut, wenn es mal wieder so ein Trigger-Event gibt, also wenn zum Beispiel wieder etwas passiert, wie wir das letztes Jahr mit den Razzien hatten oder
Oder bei verschiedensten Protesten auch, wo auf einmal ganz viele Menschen das Bedürfnis haben, mit auf die Straße zu kommen, dann eignen sich die ungehorsamen Versammlungen eben auch richtig gut, um solche Peaks aufzufangen, weil wir dort einfach, genau, dann schon eine Form haben, wo wir diesen Zulauf halt auch sehr gut auffangen können. Und genau, dazu nochmal, es ist halt ein Versuch. Und gerade in verschiedensten Städten gab es auch schon richtig gute Erfolge damit. Genau, aber immer wie bei allen Sachen eigentlich, wenn es nicht klappen sollte, dann würden wir es auch wieder ändern. Genau. Und genau, also bei allen Protesten, Vernetzung, Mobi-Methoden und so weiter ist halt wichtig, dass wir das immer mitdenken, also zur nächsten ungehorsamen Versammlung aufrufen, also einen Protest machen mit dem Ziel, die Menschen irgendwo hinzubringen und irgendwo hin zu mobilisieren und den Protest nicht einfach machen, abgeschlossen denken sozusagen. Und auch genau, wie gesagt, Vorträge, Trainings, Wegtreffen als Schritte zur ungehorsamen Versammlung zu denken und auch während der ungehorsamen Versammlung das mitzudenken. Okay, ich würde nochmal auf Zielgruppen-Mobi eingehen. Das ist vielleicht ein Begriff, den haben wir am Anfang genannt, wo es jetzt nicht so, vielleicht für einige Menschen noch gar nicht so klar ist, was es damit so auf sich hat. Und im Prinzip sind es drei Schritte, die in ihrer mit vielen Unterfragen belegt sind, wovon ich jetzt ein paar hier nochmal gelistet habe. Aber der erste Schritt wäre die Analyse von Zielgruppen und Netzwerken. Das bedeutet eigentlich, dass wir uns fragen, in welchen Netzwerken sind wir? Aber vielleicht auch darüber hinaus, was gibt es eigentlich sonst so für Netzwerke in meiner Stadt oder in unserer Stadt? Und haben wir da irgendwie Kontakte hin oder können wir uns irgendwie vorstellen, da Kontakte aufzubauen, damit wir dann mit denen in eine Kooperation gehen können? Das kann sein, dass wir die unterstützen, das kann aber auch ganz besonders sein, zum Beispiel, dass sie auf unsere ungehorsamen Versammlungen kommen. Und so weiter und so fort. Und das ist ein sehr breites Spektrum, wo wir auch nochmal darauf hinweisen möchten, dass es auch mehr gibt, gerade als Klimabewegung, sondern es gibt Theater, Handwerk, Bands, viele erforschen da ja auch gerade schon, was alles möglich ist, aber dass das ein sehr breites Spektrum ist. Und die zweite, wenn wir dieses Netzwerk identifiziert haben, dann wäre die nächste Frage eigentlich, okay, was für Methoden oder wie können wir eigentlich an diese Kontakte rantreten? Also als Beispiel, wenn wir HandwerkerInnen mobilisieren wollen, dann sprechen wir eine andere Sprache, als wenn wir StudentInnen mobilisieren wollen. Das heißt, wir würden vermutlich andere Kontaktbasis wählen. Wir würden vielleicht, wenn wir flyern würden, andere Flyer wählen. Das heißt, damit würden wir auch andere Mobi-Methoden auswählen. Eine andere Frage, die wir uns stellen können, ist, was für Bedürfnisse hat das Netzwerk und damit auch verbunden, was können wir dem Netzwerk eigentlich bieten? Also, warum sollten diese Netzwerke mit uns kooperieren und wie können wir ihre Bedürfnisse vielleicht zum Beispiel auf UVs sichtbar machen oder sowas? Und dann am Ende basierend auf diesen Fragen die Frage, wie führen wir Gespräche? Ja, und der letzte Schritt wäre eigentlich Zusammenarbeit. Ganz simpel in Form von UVs, von Statements, Räumlichkeiten, gemeinsamen Protesten, Spenden und so weiter und so fort. Genau. Und ja, ich würde noch einmal kurz erklären, wie eigentlich Vernetzung gerade geht. Und ich fand die Definition ganz spannend zu sagen, Vernetzung ist mehr werden, ohne eigentlich mehr zu werden. Das heißt, Menschen und Netzwerke wollen wir vielleicht direkt, die Frage, die sich da stellt, ist, welche Menschen und Netzwerke wollen wir vielleicht direkt für uns in die LG gewinnen? Also welche Menschen fänden oder Netzwerke fänden wir toll, wenn sie Teil der LG wären und welche nicht? Und da ist es natürlich spannend, sich diese Frage zu stellen, dass es auch manchmal super sinnvoll sein kann, dass Menschen nicht als LG auftreten, sondern als eben ihre Interessensgruppen und das sichtbar machen. Und ja, hier sind nochmal drei Vernetzungsformen, das einfach um das so ein bisschen einzuordnen, wie wir vielleicht auch Vernetzung strategisch manchmal einsetzen können, nämlich einmal so eine unabhängige, konstante Vernetzung. Das ist ganz oft bei Plenar von Klimagerechtigkeitsbewegungen der Fall, wo es einfach wichtig ist, konstant im Kontakt zu sein. Dann gibt es eine Vernetzung im Vorfeld. Das kann zum Beispiel wir wissen, da ist eine Vernetzung, wir planen Protest und da gibt es thematische Schnittstellen. Meinetwegen, wir machen eine UV und wollen da das Thema Demokratie oder sowas drauf sichtbar machen. Dann kann es total sinnvoll sein, sich im Vorfeld vielleicht mit
mal einen Aushang an der Uni für PolitikwissenschaftlerInnen machen, ob sie da vielleicht irgendwie einen Redekreis oder so machen wollen, einfach als Beispiel. Und dann gibt es auch noch die Vernetzung im Nachhinein. Und das wäre das akute Reagieren auf mediale Aufmerksamkeit und damit halt ein Momentum zu schaffen. Also wir haben eine Aufmerksamkeit und können dann darauf reagieren und haben vielleicht Kontakte im Kopf, die auf dieses Momentum, die wir damit einfach mobilisieren oder uns damit verbinden können. Und der letzte Punkt ist eigentlich, dass Vernetzung gegenseitiger Support ist, also der Respekt vor Autonomie. Die Frage also, wollen wir nur unterstützt werden oder wollen wir auch andere unterstützen? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die jetzt auch bei den ungehorsamen Versammlungen ganz wichtig ist, dass wir damit auch unterstützen können und Dinge sichtbar machen können. Und dann würde ich einmal an Jakob geben, der würde vielleicht ein konkretes Beispiel zur Zielgruppenmobi auch nochmal kurz erzählen. Diesen Jakob? Ja. Okay. Ja, mir wurde aufgetragen, dass ich einfach ein bisschen erzähle, was so in Karlsruhe die letzten Wochen abgegangen ist. Es war nämlich ziemlich wild. Wir haben vielleicht jetzt naheliegend, weil wir viele Studenten sind, Unimobi gemacht. Aber da glaube ich auch ein bisschen neue Formen gefunden. Genau, also das Ganze hat Eigentlich Anfang des Semesters an der Uni, also am KIT in Karlsruhe, angefangen mit einem Bannertrop oder besser gesagt eigentlich mit einer Mensa-Durchsage. Und ja, wir hatten dann irgendwie richtig viel Momentum drin. Es sind irgendwie auch viele Leute aus der WIG, also wie zum Beispiel ich, die recht neu dabei waren, einfach voll, voll in dieses Mobi-Fahrwasser gekommen und Ja, wir haben die ersten 2 Wochen eigentlich basically jeden Tag irgendwas auf dem Campus gehabt. Und jetzt auch noch super viele Mobi-Ideen. Und ja, wie gesagt, da ist richtig Momentum drin. Genau, am Anfang haben wir bei den Vorlesungsstörungen auch angefangen mit so einer bisschen abgewandelten Rede aus dem Intran, also aus dem Wiki. Aber haben dann auch schnell eigene Reden geschrieben oder dann am Ende, weil wir gemerkt haben, okay, in so Klassenzimmern mit 30 Leuten oder in Tutorien oder auch an der Hochschule funktioniert das nicht so richtig mit Megafonen, haben wir halt so große Tafeln beispielsweise gemalt. zu einem Vortrag auf so einem Flipboard und das war dann so ein 3-Minuten-Vortrag und dann sind wir einfach mit diesen Riesen Boards. immer in die Zimmer rein und das war halt mega die Erfahrung. Also davor wurden wir oft mit dem Megafon einfach von den Profs rausgedrängt. Aber weil wir dann dieses Visuelle vorbereitet hatten oder einfach irgendwas dabei hatten, wo die Leute gesehen haben, ja, die haben sich Mühe gegeben, das könnte interessant sein oder lustig sein, wurden wir total herzlich empfangen. So, und das war irgendwie mega die Erfahrung. die ist vielleicht auch wertvoll zu teilen, gerade bei so Störungen. Ja, also wir haben uns halt schon, natürlich ist irgendwie mehr Aufwand, aber man konnte es ja auch leicht dann wiederholen. Also ich glaube, das Format war ganz cool. Genau, Habe hier mal so eine, oder ich habe hier den Plan von mir, was wir alles sonst noch gemacht haben. Ich glaube, die meisten Sachen kennt ihr halt auch. So Change My Mind-Tische. Statuen eingekleidet. Genau, was cool war, dass wir so ein Picknick auf der Straße auch veranstaltet haben. Genau, Genau, es da haben wir nämlich herausgefunden, dass viele Gruppen am KIT einfach schon lange planen, den Campus autofrei zu machen. Aber da fehlt einfach so ein bisschen der Druck von den Studierenden. und ja, da haben wir uns gedacht, dann können wir das einfach reinbringen Genau, einfach gleich mal angefangen, wöchentliche Picknicks zu veranstalten bei der Einfahrt vom Campus. Und ich glaube, das kam auch richtig gut an bei vielen Studierenden. genau. Und sonst, Ja. Mobi ist ganz viel geplant, jetzt zum Beispiel am Mittwoch,
probieren wir was ganz anderes aus. Also da machen wir so einen Fadenkunstwerk. Es gibt so große Würfel direkt vor der Bib oder an der Mensa. Und die Idee war eigentlich, ja, wie können wir was orange färben, ohne Farbe zu verwenden? Und dann haben wir gedacht, okay, Netzwerk ist vielleicht irgendwie metaphorisch und machen jetzt so ein Riesennetz, wo wir Bilder reinhängen, Forderungen reinhängen, Transfers reinhängen und so ein bisschen als Kunst. Ja, mal sehen, wie die Campus Security damit umgeht, weil unser Banner wurde super schnell abgehängt. Was vielleicht wichtig ist, wir wussten dann trotzdem alle, dass ein Banner gehangen hat, weil am KIT ist halt so eine Meme-Gruppe extrem groß. Also ich weiß nicht, wie viele Zehntausende Studierende da drin sind. Und wir haben versucht, gezielt immer mit unseren Aktionen auch in die Memes reinzukommen, weil dann wussten es einfach alle. Genau. Ja, und wir versuchen jetzt aber auch andere Zielgruppen zu erreichen. Wir haben jetzt schon sehr auf die Studierenden gesetzt. Aber genau, Dort auch vor allem auch Vorträge eigentlich mobilisiert jetzt. so langsam kommt ja die UV in Karlsruhe. Und ja, da kommt jetzt der neue Fokus. Aber ja, ich habe jetzt lang geredet. Ja. Vielen Dank dir, Jakob. Das war richtig, richtig toll. Also meine Laune hat es auf jeden Fall richtig nach oben gezogen gerade. Und ja, dann würden wir noch weitermachen mit dem EU-Wahlkampf. Oh Gott, genau. Wie geht eigentlich EU-Wahlkampf? Und Mike erzählt was dazu. Ja, richtig gern. Hi, ich bin Maike und ich koordiniere das EU-Projekt gerade. Und wie ihr wisst, ist es ja quasi aus der Strategie Erweiterung entstanden und zum Laufen gebracht worden. Und ja, das Europaparlament ist Fluch und Segen zugleich. Also hier finden sich Länder in einem demokratischen Rahmen zusammen und klären ihre Tagespolitik. Und gleichzeitig ist diese Politik aber derzeit von Macht und Geld und Lobbyinteressen eingenommen. Und das EU-Projekt wird unseren Projekt auch in diesen wichtigen Bereich der Gesellschaft tragen. Und dabei wollen wir gezielt, also für die strategische Einordnung, protestieren und die Bühne nutzen und ja, auf Öffentlichkeitsarbeit leisten und die Scheinwerfer darauf lenken, wie die Parlamente gerade vollends versagen mit einer korrupten und menschenfeindlichen Politik. Und ja, wir werden die Bühnen nutzen, die uns gegeben werden, um die Wahrheit auf den Tisch zu knallen und Ansagen zu machen, weil wir da einfach unignorierbar sein wollen. Und gleichzeitig kann es eine internationale Zusammenarbeit stärken. Und wie wir wissen, ist es auch wichtig im zivilen Widerstand. Und wir sind im A22-Netzwerk, um Druck aufzubauen. Und wir sehen auch ein Riesenmobilisierungspotenzial durch den parlamentarischen Flügel der letzten Generation. Und ja, es ist uns möglich, niedrigschwellige Protestformen wie zum Beispiel die ungehorsamen Versammlungen an die breite Masse der Zivilbevölkerung zu bringen. Und es gibt einfach keine Ausreden mehr. Es braucht Menschen auf den Straßen. Ja, also wir haben es mit alten und neuen Menschen auf die Wahlliste zur Europawahl geschafft, durch eine schnelle Aktivierung der Graswurzel, aber auch durch neue Menschen, ja, sind genügend Unterschriften gesammelt worden. Und ja, also wir sind nun wählbar und das ist auch das Wichtigste und das ist, was jetzt gehört werden muss. Menschen sollen uns wählen bei der Europawahl und das ist schon der erste Action Point, den ich euch heute mitgeben möchte. Erzählt es weiter, lasst es alle wissen. Die Lampe auch angegangen, dass sie uns für uns stimmen können am 9. Juni. Und ja, also, aber unser Widerstand ist halt nicht nur das Kreuz an eurer Lieblingsprotestpartei, sondern eben genau aktiver, unignorierbarer ziviler Widerstand. Und deshalb gehen wir mit allen in den Straßenwahlkampf und wir mischen den Wahlkampf der anderen Parteien auf, lassen ihre falschen Versprechen auf den Plakaten nicht unkommentiert stehen. Und wir werden sichtbar und unignorierbar auf den Straßen sein. Wir werden überall stickern,
Flyern, plakatieren, was das Zeug hält. Und dafür rufen wir die Kampfwahlwoche auf. Die soll vom 20. bis zum 26. Mai stattfinden. Schreibt das an eure Kalender. Denn da wollen wir täglich mit allen raus auf die Straßen gehen und bringen Tausende von Stickern und Flyern und Plakaten auf die Straßen und an die Plätze und kommen mit Menschen ins Gespräch. Ja, und viele weitere Ideen zur Sichtbarmachung während der Kampfwahlwoche und den Bestellprozess für Mobi-Materialien findet ihr ab sofort auf der Website parlament-aufmischen.de bei der Kategorie Straßenwahlkrampf. Genau. Außerdem werden gerade bundesweit runde Tische organisiert und daran könnt ihr teilnehmen und die Frage beantworten, wie soll Europa die Menschen mit die Menschheitskrise lösen, also die Demokratie-, Klima- und Gerechtigkeitskrise. Und ja, in einem bundesrunden Tisch werden Anfang Juni eure 5 wichtigsten Punkte zusammengezogen und die zu unseren Inhalten im Europaparlament ernannt. Und nehmt gerne an diesen runden Tischen teil in eurer Nähe, um demokratische Praxis zu üben und eure Meinung einzubringen. Und ja, mehr Infos findet ihr auch nochmal auf unserer Webseite zum Nachlesen. Genau. Bis zur Wahl am 9. Juni finden außerdem ja auch noch viele ungehorsame Versammlungen statt. Und da könnt ihr auch Reden halten. Auch das ist eine Möglichkeit, jetzt darauf aufmerksam zu machen, dass wir wählbar sind. Und ja, eine Rede darüber halten, zum Beispiel, wie uns denn jetzt 2 Jahre lang gesagt wurde, wir sollen den normalen Weg gehen über die Parlamente und wie das schon versucht wurde und wie wir jetzt immer noch hier stehen müssen, um das Einfachste und das Geringste einzufordern, nämlich Ehrlichkeit und Gerechtigkeit. Also fühlt euch empowered, die Ungerechtigkeit wirklich am Schopfe zu packen und klar zu machen, dass wir hier sind und mutige Menschen jetzt unseren Protest sogar bis ins Europaparlament tragen. Ja, und auf den ungehorsamen Versammlungen könnt ihr beispielsweise auch gerettetes Essen verteilen oder schon zubereitet anbieten, was auch sehr gesellschaftlich anziehend ist, meiner Meinung nach. Und zu guter Letzt wollte ich nochmal die TikTok-Challenge erwähnen. Ja, die ist dazu da, um neue Menschen aufzufordern, mitzumachen und sie dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Vielleicht auch neue Menschen, ja, dazu zu holen. Menschen ab 16 können dieses Jahr wählen bei der Europawahl und wir alle wissen, das ist die Plattform schlechthin, um diese Gruppe gezielt zu erreichen. Und wir werden außerdem nebenbei rechter Gesinnung Gegenwind bieten. Genau, das ist so ein Nebeneffekt. Aber genau, in 4 Challenges werden wir bei denen jeweils das viralste Video ein Interrail-Ticket gewinnen, wollen wir zeigen, wie schrecklich ein unwiderrufliches Kippen unserer Klimasysteme wird und wie wir Widerstand gegen das Versagen dieser Regierung leisten. Und es ist euch von nun an nochmal mehr möglich, für die letzte Generation zu sprechen. Und wir sind, also ich und wir alle sind sehr gespannt, welche Debatten hier ausgelöst werden können. Ja, also wir vom EU-Projekt, die Kampfwahl und das Team vom Parlament aufmischen. Ja, wir befinden uns ja quasi schon seit ein paar Wochen im Wahlkampf und arbeiten an Prozessen, finden Ideen, Visionen und möchten euch herzlich dazu einladen, bei diesem Projekt der letzten Generation mitzumachen. Und wir wissen, dass es nochmal extra Aufwand ist. Und deshalb sind wir auch zufrieden, wenn ihr innerhalb eurer Kapazitäten bleibt und legen Fokus darauf, mit AufmischerInnen zusammenzuarbeiten, die durch das Mo Projekt mobilisiert wurden. Und freuen uns aber auch riesig, riesig, wenn wir so viele wie möglich von euch mitnehmen. Und damit gebe ich weiter an Luna. Ja. Ja, hallo, ich bin Luna. Ich bin hier fürs Team Außenkommunikation. Und das ist nicht meine Folie. Wer wollte denn diese Folie noch vorstellen? Die sollte raus. Mach mal weiter. Einfach weiter. Perfekt. Genau.
Wir wissen natürlich, dass irgendwie viele Themen gerade auf dem Tisch liegen und manchmal so ein bisschen unklar ist, welche Themen denn jetzt fokussiert werden sollen. Vielleicht mit einer UV, vielleicht also mit einer ungehorsamen Versammlung oder mit anderen Protesten. Deswegen hier einfach mal eine Liste, so was denn wirklich die Inhalte sind, die wir gerade versuchen zu setzen. Der erste Fokus liegt tatsächlich gerade auf der Europawahl und einfach auf dem Fakt, dass man uns wählen kann. Das muss natürlich an die Leute raus, das sollen die Leute wissen, denn die meisten Menschen entscheiden sich nicht erst in der Wahlkabine, wen sie wählen, sondern kommen schon mit einem Gedanken und einer Partei im Kopf in die Wahlkabine. Deswegen sollten die das vorher wissen und ne uns nicht erst auf dem Wahlzettel lesen. Und dann natürlich die Erklärung, also unsere Forderung. Da gibt es, die beinhaltet ja verschiedene Punkte, eben sowas wie die Ehrlichkeit über die Klimakatastrophe, die Demokratiekrise und erstärkender Faschismus. Genau, das sind so die Themen, die wir setzen wollen. Maike, magst du einmal weitermachen? Dankeschön. Genau, ich will noch ein paar Worte sagen, und zwar über die Wichtigkeit von lokalen Social Media Accounts und der lokalen Presse. Und zwar ist es so, dass wirklich der Dunstkreis, in dem die Wichs sich befinden, eigentlich das größte Mobilisierungspotenzial haben. Viele, viele Leute lesen ihre regionale Zeitung. Das heißt, da einen Artikel drin zu haben, erreicht oft viel, viel mehr Menschen als irgendwie ein bundesweites Medium, weil es eben Leute da erreicht, wo sie dann auch genau in eurer Widerstandsgruppe aktiv werden können. Deswegen ist auf jeden Fall nochmal sagen, lokale Pressearbeit ist super, super wichtig. Und ihr könnt da immer auch auf uns zukommen, wenn ihr Probleme habt. Wir haben jetzt auch einen Leitfaden für eine lokale Social Media Arbeit. Das ist verlinkt. Also wenn ihr die Präsentation erhaltet, dann ist da der Link. Und es gibt also Paula aus dem Social Media Team, ist auch direkte Ansprechperson für lokale Social Media Gruppen. Falls da eben noch Bedarf ist, irgendwelche Fragen, wenn ihr Unterstützung braucht, könnt ihr euch immer gerne bei ihr melden. Ihren Kontakt findet ihr auch im Wiki. Genau. Dann möchte ich noch die letzte Folie vorstellen, und zwar das Shitstorm-Potenzial. Es ist ja manchmal einfach so, dass gerade wenn man irgendwie aufwendige Proteste plant, die vielleicht auch ein bisschen kontroverser sind, dass man sich irgendwie Sorgen macht über, oh Gott, was sagt denn die Presse und wie reagieren wir dann? Deswegen einfach nur ganz kurz hier ein Leitfaden. Bei uns ist immer ganz, wir gehen dann die Sache so ran, dass wir uns oft denken, was ist denn die schlimmste Headline, die passieren könnte? Einfach um uns darauf vorzubereiten und um zu gucken, können wir das aushalten, ja oder nein? Aber vor allen Dingen, wie können wir uns dann gut darauf vorbereiten? Und ein Schritt wäre zum Beispiel, wenn ihr sagt, wir würden da vielleicht erwarten, dass da was Doofes kommt, meldet euch gerne bei uns, dann reden wir nochmal drüber. Das ist auch gut, gerade wenn es Proteste sind, die einfach Durchschlagpotenzial haben. Es ist gut, dass wir darüber Bescheid wissen, denn oft klingelt dann bei uns das Pressetelefon und die Leute, die da rangehen, sollten ja auch über den Protest dann Bescheid wissen. Genau, und unten einfach nochmal ein kurzer Guide, was tun, wenn so ein Shitstorm irgendwie losgeht. Man denkt so, da kommen schlechte Presseartikel. Also wirklich das Erste, einfach mal ruhig bleiben. Vielleicht also bei uns Bescheid sagen, damit wir auch Bescheid wissen, wenn was über unser Telefon kommt. Dann erstmal die Fakten sammeln, was eigentlich passiert, was wissen wir, wer ist verantwortlich, wer ist vielleicht betroffen. Und dann ist das Problem schon öffentlich. Und dann könnt ihr auf jeden Fall überlegen, was ihr damit tun wollt. Und wenn ihr das möchtet, unterstützen wir dann natürlich. Und dann gucken wir gemeinsam, wie wir das handeln. Aber vor allen Dingen soll das ein Aufruf sein, seid nicht zu ängstlich, dass es einen großen Shitstorm gibt. Wir handeln das zusammen, wenn das der Fall sein sollte, was wir natürlich nicht hoffen. Aber man weiß es nie. Genau. Damit wäre ich am Ende und ich würde zurückgeben zur Moderation. Danke. Ja, vielen Dank euch fürs Vorstellen und fürs Zuhören. Und genau, damit wäre quasi unser Frontalvortrag Teil beendet und wir können, glaube ich, auch die Aufnahme stoppen.